Was wollen Sie? Ich will Sie warnen. Sie und Ihre Organisation. Vorgestern war er in London, aber er bewegt sich schnell auf der ganzen Welt. Sie wissen mehr, als Sie wissen dürften. Er will die Rottekönigin vernichten. Vor ein paar Jahren hat man in Europa ein Projekt ins Leben gerufen. Eine Auswahl der besten Agenten aus jedem Land. Die Roten Könige und Königinnen. Sie heißt Antonia Scott. Sie ist 34 Jahre alt und sie hat ein IQ von 242. Ist ziemlich viel, oder? Auf der ganzen Welt gibt es keinen intelligenteren Menschen. Man sieht gar nichts. Wie kannst du denn da fahren? Aus dem Gedächtnis. Ich will, dass Sie der Schildknappe der Roten Königin sind. Bereiten Sie sich auf die Show vor. Was siehst du, Scott? Der Mörder hat ihn mittels einer Kanüle in der Halsschlagader entleert. Er wird es wieder tun. Die Polizei weiß von all dem hier nichts. Also keiner weiß irgendwas hiervon. Ich habe im Leben noch keine bessere Planung gesehen. Du denkst wohl dasselbe wie ich? Unmöglich, dass du dasselbe denkst wie ich. Antonia ist wieder da. Nein! Nein! Was will der Entführer von Ihnen? Er stellt keine Forderung. Ich will, dass Sie sie abziehen. Jetzt gleich. Sie haben uns beide belogen. Schluss mit den Geheimnissen. Nachdenken ist, was Sie und ich tun. Sie macht etwas ganz anderes. Weißt du, dass wir nicht dasselbe sehen? Während du etwas Schönes siehst, sehe ich Daten. Du siehst Gespenster, um dadurch deinen Schmerz zu überwinden. Das hier hat kein Gespenst gemacht. Ich habe mein Leben in deine Hände gelegt. Du bist auch ein Sonderling. Ein anderer Kopf steckt dahinter. Wir Kinder müssen immer für die Sünden unserer Eltern bezahlen. Immer. Dieser Gottverfluchte. Oh, oh. Thank you.